Ich stehe allein im Schnee. Mir ist kalt und ich weine. Jetzt sind sie alle weg. Das ist meine älteste Erinnerung an meine Kindheit. Ich bin gerade am Weg zur Uni. Zu Hause kann ich nicht lernen. Nur in meinen Filmen kann ich zu Hause arbeiten. Es ist gerade 3.28 Uhr in der Nacht, während ich das hier schreibe. Ich kann nicht aufhören, ich bin besessen von ihnen, den Bildern, die mir durch den Kopf gehen, wenn ich meine Ideen eintippe. Mit jedem Tastenschlag durchlebe ich meine Träume. Ah ja, wo war ich nochmal? Ich studiere BWL an der WU und bin in ein paar Monaten fertig mit meinem Studium. Vor einem Jahr war ich gerade auf Auslandssemester in Amerika. Die Zeit dort hat definitiv mein Leben verändert. Ich war weg von zu Hause, raus aus meiner Komfortzone, neue Herausforderungen, andere Kulturen, Menschen, die ich nicht kenne, niemand kennt mich. Wer bin ich eigentlich? Will ich wirklich mein Leben damit verbringen, die Gewinne irgendwelcher Unternehmen zu maximieren? Ich will mich nicht verstellen müssen, um anderen zu gefallen. Ich will mich nicht in die Systeme anderer reinquälen, sondern meine eigene Welt schaffen. Ich will meinen Gedanken freien Lauf lassen, will gestalten, den Auslöser drücken, den Schnitt setzen, Geschichten erzählen, Emotionen wecken, Menschen zum Lachen, Weinen, Fürchten bringen. Ich will Filme machen, das ist das, wofür ich lebe. Das ist mein Leben, ein Leben, das ich liebe. Hier fliegen überall kleine Wassertropfen durch die Gegend. Ohne zu übertreiben, das ist echt der schönste Ort, an dem ich je war. Seit ich wieder in Österreich bin, filme ich Hochzeiten und Events, drehe Imagefilme und Werbevideos und bin unfassbar glücklich mit dem, was ich mache. Mein Name ist Maximilian Leitner und meine Reisen haben mir gezeigt, wie wundervoll das Leben sein kann, wenn man ihm eine Chance gibt, auch wenn uns der Anfang manchmal herausfordernd erscheinen mag. Und vielleicht war der Schnee in Amerika und alle sagen, er wäre kalt, doch ich fühle mich wohl in meiner Welt. Das Glück spiegelt sich in meinen Augen.